einen Kommentar an den Herrn Minister richten. Und das geht auch in Richtung, was der Herr Reiter schon gesagt hat. Und zwar, der Herr Minister Stöger meinte, dass, so geht das jedenfalls klar hervor, meiner Meinung nach, dass das Grundeinkommen nur mittels Verteilungsfrage finanzierbar sei. Das ist verständlich, aber letzten Endes ein Denkfehler, denn man könnte das Geld dafür schlichtwegs drucken, Punkt 1. Man könnte das Geld dafür schlichtwegs drucken, Punkt 1. Und wie bereits von Silvio Gisell, nein, lassen Sie mich ausreden. Wie bereits von Silvio Gisell vorgeschlagen, mit einem der sogenannten Umlaufsicherung, also mit einem Verfall versehen, damit das Geld von der Menge langfristig konstant bleibt. Und das wäre schon mehr oder weniger mehr als die halbe Miete für ein Grundeinkommen. Also das geht wiederum auch in Richtung, was die Frau Petores gesagt hat, Wirtschaft hinterfragen. Es wäre vor allem das Geldsystem zu hinterfragen. Das Schuldgeldsystem mit Mindestreserve ist, wenn man es sich genau anschaut, eine ziemliche Katastrophe. Wenn man das mal hinterfragt und Alternativen dazu findet, dann tun sich auch Mittel und Wege auf, um ein Grundeinkommen umzusetzen. Danke. Zum Geldsystem. Wo ist er? Geldsystem wäre schon ganz spannend, darüber nachzudenken. Für mich ist Geld nichts anderes als der Austausch von Arbeitskraft. Und dann gibt es manche Arbeitskraft, die nicht ausgetauscht wird im Geld. Nämlich Hausarbeit ist angesprochen worden. Alles, was nicht Lohnarbeit ist, wird nicht in Geld umgetauscht. Und wenn ich etwas in Geld umtausche, ist jeder Tauschprozess auch eine Frage von Macht. Wie tausche ich die Arbeitskraft eines Universitätsprofessors mit der Arbeitskraft einer Textilarbeiterin um? Da haben Sie jetzt aber die ganzen Kapitaleinkünfte abgelehnt. Auch Kapitaleinkünfte ist Verteilung von Arbeitskraft. Nichts anderes. Am Ende, wer das einmal zu Ende denkt, sind Kapitaleinkünfte keine Einkünfte, sondern sind Vertauschprozesse. Und das Kapital nutzt jeden Tauschprozess, um Anhaltungen zu machen. Das diskutiere ich gerne mal wirtschaftspolitisch. Am Ende ist Geld nichts anderes als ein Tauschmittel für Arbeitskraft. Und wenn ich Geld drucke, dann entwerte ich die bereits eingesetzte Arbeitskraft, die Menschen gemacht haben. Nicht mehr, so würde ich das sehen, aber das ist ein wirtschaftspolitischer Standpunkt. Ich würde gerne das Geldsystem in Europa hinterfragen. Ich leide da wahrscheinlich derzeit am meisten. Und das ist schon die Frage nach der Geldschöpfung im eigenen Land. Das ist egal. Ich tausche immer Arbeitskraft und ich tausche es zu Austauschbeziehungen. Und diese Austauschbeziehungen, die ich eine Arbeitskraft tausche, ist eine Machtfrage.